Am 4. November 2024 fand in Berlin eine bedeutende Veranstaltung des Bundesarbeitsministeriums statt. Bundesminister Hubertus Heil würdigt dabei die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich damals für die Ergänzung des Artikels 3 eingesetzt haben, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Er betont, dass trotz großer Fortschritte weiterhin Handlungsbedarf besteht, um die Gleichstellung für alle Menschen zu verwirklichen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich alle einen Reim gemacht haben auf die Veranstaltung, zu der Sie heute eingeladen sind. Auch ich habe mir einen Reim drauf gemacht. Ich möchte meinen Reim sehr gerne mit Ihnen teilen. Damit möchte ich beginnen. Dies ist ein Festakt und ein Lagebericht, ein Rückblick, ein Ausblick, ein Zukunftsgedicht. Dies ist nur eine Momentaufnahme, doch sie erzählt uns so viel von Aktivistinnen aus verschiedenen Jahrzehnten, alle mit einem gemeinsamen Ziel. Dies ist eine Diashow. Sie zeigt, wo wir stehen, wo wir waren, wo wir hinwollen. Sie ermutigt uns, vorwärts zu gehen. Dies ist ein Gemälde, das sich wandelt und wächst. Motiv ist Artikel 3, Absatz 3 im Grundgesetz. Dies ist ein Fragebogen zur UN-BRK. Was haben wir erreicht? Wie konnte es gelingen? Und welche Hürden gilt es als nächstes zu überspringen? Dies ist ein Jubiläum. Wir blicken auf gestern, auf heute und auf morgen, auf die alten Probleme und die kommenden Sorgen. Dies ist ein Vexierbild. Mal ist es grau und trist, entzündet unsere Wut. Dann wieder kippt es, wird klar und bunt, macht uns neuen Mut. All dies gilt es zu betrachten. Lasst uns beginnen. Denn sicher ist, nur gemeinsam werden wir gewinnen. Ja, und damit, Dankeschön. Und damit heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Dörte Mark. Als Moderatorin darf ich Sie durch das Bühnenprogramm begleiten. Ein Ministerium ist immer Dreh- und Angelpunkt, wenn es um das Thema Barrierefreiheit und Inklusion geht, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und so freuen wir uns jetzt auf die Worte des Ministers für Arbeit und Soziales, auf die Worte von Hubertus Heil. Moin. Das war für die Süddeutschen. Was nochmal? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestages, liebe alle, vor allen Dingen aus besonderem Anlass alle Beauftragten der Bundesregierung, den aktuellen Jürgen Drusel und alle seine Vorgängerinnen und Vorgänger, die hier auch im Saal sind. Und wenn ich jetzt einen hervorkrame, das hat einen besonderen Grund. Hubert Hüppe hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber Zufall, wir sind beide am Hubertustag geboren, das stimmt. Das verbindet uns um einiges mehr, trotz Partei und Geschenkes. Als ich gerade die Tanzkapelle Paschulke hier gehört habe, dachte ich, die haben sehr, sehr viel Humor. Ich dachte, das ist irgendwie, hat viel mit der Ampel zu tun, was sie gerade hier vollführt haben. Am Anfang haben sie das schöne Lied Stand By Me gespielt. Und dann wurde es aber ein bisschen schwungvoller. Ich gebe aber zu, dass ich als Mitglied dieser Koalition nur eins unterstreichen kann. Es gibt auch Dinge, die kann die Ampel von dieser Band noch lernen, vor allen Dingen die Harmonien. Und das sage ich an dieser Stelle, weil wir ja nicht eine Kuschelveranstaltung sind. Es muss auch richtig gestritten werden. Das werden wir heute Abend auch tun, um den richtigen Weg. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man Fortschritt hinbekommt. Und das muss nach wie vor unser Ziel sein. Meine Damen und Herren, ich habe eben den Geburtstag von Hubert Hüppe deshalb erwähnt, weil es auch um Geburtstag geht. Vor 30 Jahren, genauer gesagt am 30. Juni 1994, verkündete die damalige Bundestagsvizepräsidentin Renate Schmidt das Abstimmungsergebnis über eine bedeutende Grundgesetzänderung. Von 629 Abgeordneten hatten 622 mit Ja gestimmt. Eine überwältigende Mehrheit hatte sich zu einem Satz bekannt, der heißt, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Heute, 30 Jahre später, muss man sich trotzdem immer noch wundern, warum um diese 7 Worte Grundgesetzergänzung, muss man ja sagen, so lange gerungen wurde. Aber der Weg war wirklich sehr lang. Und wir dürfen nicht vergessen, viele, die hier sind, waren live dabei und aktiv. Es war ein langer Weg, der freigekämpft werden musste. Es gab viele Protest- und Postkartenaktionen, bundesweite Kampagnen und sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit
die notwendig war, um schließlich das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz 1994 zu verankern. Und wenn wir ganz offen sind, hat sich das Ganze später nochmal wiederholt. Auch bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention vor 15 Jahren. Auch hier war es ein langer, langer Kampf um Grundrechte, um Teilhabe und Selbstbestimmung. Wir möchten heute feiern, trotz des langen Kampfes, wegen des langen Kampfes, und damit denjenigen Danke sagen, die heute hier sind. Meine Bitte ist mal kräftig zu applaudieren für diejenigen, die im Saal sind, aber auch darüber hinaus, die damals den Weg für beides freigemacht haben. Einige sind, das ist beim Summen deutlich geworden, schon recht lange dabei. Und ich will das heute sehr deutlich sagen, ihr Engagement, ihre Leidenschaft und ihr unerschütterlicher Glaube an eine inklusive Gesellschaft haben dazu beigetragen, dass wir heute überhaupt feiern können. Und ich will das an dieser Stelle sagen, es ist nicht nur ein Tag zu feiern, es ist eben deutlich gemacht worden, sondern es ist fast eine Banalität, dass wir heute auch angesichts dieses Jubiläums darüber reden müssen, wo wir stehen und in welchen Bereichen wir darüber reden müssen, dass der Anspruch unseres Grundgesetzes an eine inklusive Gesellschaft und einen inklusiven Staat noch nicht erreicht ist. Denn das gehört zur Ernsthaftigkeit heute auch dazu. Wir müssen feststellen, dass wir in einer Situation sind, wo es Fortschritte gegeben hat. Ich werde gleich darüber reden, was das konkret war. Aber bei Weitem nach 30 Jahren und nach 15 Jahren wir noch nicht dem Anspruch gerecht geworden sind, den unser Grundgesetz und auch die UN-Behindertenrechtskonvention an uns stellt. Im Gegenteil, wir müssen heute sogar feststellen, dass es nicht nur Hürden und Barrieren gibt auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft, sondern dass wir in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo einige nicht nur blockieren, sondern das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Und ich meine das ganz ernsthaft in einer gesellschaftlich polarisierten Situation, wo wir damit zu tun haben, dass Extremisten, vor allen Dingen von ganz rechts, nicht nur das Ziel der Inklusion in Frage stellen, sondern Fortschritte zurückdrängen wollen. Und ich will das an zwei Beispielen erläutern. Ich erinnere an das, was in Thüringen passiert ist, wo inklusive Bildung von einem Rechtsextremisten, der im Landtag ist, als Ideologie dargestellt wurde. Und ich erinnere an den Ton, der gegenüber Menschen mit Behinderung auf Kindern angeschlagen wurde, oder an das, was mir Ulla Schmidt aus der Lebenshilfe in Mönchengladbach berichtet hat, wo es tatsächlich Diffamierung und Anschläge auch auf eine Einrichtung gegeben hat. Unsere Antwort, meine Damen und Herren, muss gerade heute und jetzt hier sein. Nicht nur das zu verteidigen, was man erreicht hat, sondern die Antwort auf diese Herausforderung muss sein, nicht nur Bestehendes zu verteidigen, sondern mehr Inklusion durchzusetzen. Das muss unsere Antwort sein. Denn im Kern geht es nichts um weniger, und deshalb ist das Jubiläum heute, 30 Jahre Grundgesetzänderung, 15 Jahre Behindertenrechtskonvention, nicht ganz zufällig übrigens im Jubiläumsjahr der Bundesrepublik Deutschland, im Jahrestag unseres Grundgesetzes vor 75 Jahren und übrigens auch nach 35 Jahren friedlicher Revolution in Deutschland zu begreifen und damit den Weg zur deutschen Einheit. Denn der Satz, den Jürgen Dusel über seine Amtszeit gestellt hat, ist für mich nach wie vor das überzeugendste Motto für Inklusion. Demokratie braucht Inklusion. Das muss die klare Antwort sein. Wir sind nur eine Gesellschaft von Freien und Gleichen, wenn Inklusion tatsächlich in allen Bereichen der Gesellschaft, des Lebens auch durchgesetzt ist. Und deshalb ist klar, dass wir uns vielleicht heute dann doch nochmal auf eine Zeitreise begeben müssen, wie es denn damals war. Was machte eigentlich die Grundgesetzänderung 1994 möglich? Ich habe es vorhin gesagt, es war ein langer Kampf, aber neudeutsch gesprochen gab es damals in den 90er Jahren auch so ein Window of Opportunity, das durchaus mit dem Ereignis von 1989-90 zu tun hatte. Die friedliche Revolution in der DDR, der Mauerfall, der Weg zur Einheit, der macht es eben notwendig, dass das Grundgesetz damals auch ergänzt wurde in vielen Bereichen. Der Einsatz für eine Verfassungsänderung war wiederum seit 1990 mit der Behindertenbewegung für ein Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetz sehr, sehr eng verknüpft. Viele Menschen in der Bewegung wurden aktiv und waren in der Politik unermüdlich für Unterstützung. In Deutschland brachte
die SPD einen Antrag zur Ergänzung des Artikels 3 in die gemeinsame Verfassungskommission ein, die damals, glaube ich, von Hans-Jochen Vogel geleitet wurde. Und trotzdem war viel Arbeit noch notwendig. Und am Ende des Tages auch politischer Druck, damit es dafür eine große Mehrheit im Bundestag gegeben hat. Bekannterweise braucht man für Grundgesetzänderungen 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat. Und nun gibt es unterschiedliche Zeitzeugen, aber es war wohl auf einer VDK-Konferenz, liebe Verena Bentele, dass dann kurz vor einer Bundestagswahl 1994 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, wohl auch heute dem Druck der Verhältnisse und eines heraufziehenden Wahlkampfes, sich auch dazu bereit hat, erklärt hat, dass seine Partei mitmacht. Man kann also sagen, dieser Fortschritt ist ein hochdemokratischer Akt gewesen. Da haben Menschen sich engagiert, Dinge zu verändern, haben hart dafür gekämpft und vor demokratischen Wahlen ist Überzeugungsarbeit wirklich möglich gewesen. Ich will also sagen, in dieser Zeit, in der heutigen Zeit, ist es wichtig zu begreifen, dass es Veränderungsmöglichkeiten nach wie vor gibt. Und ich sage das jetzt, weil viele Menschen ein bisschen resigniert sind in der gesellschaftlichen Stimmung, über die ich vorhin gesprochen habe, in den Zeiten, in denen wir leben, ob es tatsächlich darum geht, Fortschritte nur zu verteidigen oder weitere zu erkämpfen. Das Beispiel von vor 30 Jahren zeigt, es geht nicht nur darum zu verteidigen, es geht wirklich darum, Wege aufzumachen. Deshalb nochmal Danke an all diejenigen, die das damals aus den unterschiedlichen Bereichen erkämpft haben und alle, die das damals mitgemacht haben. Ein weiterer Meilenstein in der Inklusionspolitik und im Leben vieler Menschen war die UN-BRK. Deutschland hat sie schlussendlich 2009 ratifiziert. Und durch die UN-Behindertenrechtskonvention gelang es, einen menschenrechtlichen Ansatz zu etablieren und das Ganze aus einer Nische zu einer Selbstverständlichkeit zu erklären, nämlich zum Menschenrecht zu erklären. Damit steht der Staat in der Pflicht, die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht nur zu achten, sondern vor allen Dingen zu gewährleisten und auch zu schützen. Und zwar aktiv, indem er Partizipation ermöglicht, sich für Bewusstseinsbildung einsetzt und Barrierefreiheit auch durchsetzt. Dazu haben die verschiedenen Bundesregierungen mit dem nationalen Aktionsplan den NAP beschlossen. Mit der Beteiligung von Verbänden, von Aktiven und auch mit dem Ziel einer kontinuierlichen Fortschreitung. Es ist auf dem Weg durchaus einiges gelungen, auch gesetzgeberisch. Diverse Einzelgesetze waren die Folge, zum Beispiel das Sozialgesetzbuch 9 seit 2001, ich sehe Ulla Schmidt hier im Saal, die das Benachteiligungsverbot im Sozialrecht umsetzen. Und ein Jahr später, 2002, folgte das Behindertengleichstellungsgesetz, das BGG. Ein wirklich großes Gesetzgebungsvorhaben war allerdings vor allen Dingen 2016 das Bundesteilhabegesetz. Und ich kann mich lebhaft erinnern, ich war noch nicht Minister, wie hart darum gerungen wurde und wie viele Sorge hatten, dass das auch wieder stecken bleibt. Es ist gelungen, bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen Kompromissen, die man macht, diesen Fortschritt zu erreichen. Man wird nämlich nur besser, wenn man sich nicht auf Erfolgen ausruht. Und das betrifft ganz aktuell, meine Damen und Herren, vor allen Dingen das, was jetzt notwendig ist. Und zwar vor allen Dingen die Barrierefreiheit in Bezug auf nicht nur den staatlichen Sektor, sondern auch den privaten. Da ist viel zu tun. Da ist viel zu tun. Ich will an dieser Stelle aber sagen, an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, egal welcher Fraktion, aber vor allen Dingen die, die mir besonders nahe stehen, also der Ampelkoalitionäre, wir sollten einiges noch hinkriegen. Das heißt ganz konkret, ich will, dass wir das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für private Anbieter, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei auf den Markt zu bringen, auch durchsetzen. Und das, meine Damen und Herren, ist das, was wir uns vorgenommen haben und was auch notwendig ist. Und Sie alle verfolgen das mit gewisser Spannung. Es betrifft vor allen Dingen die Weiterentwicklung des BGG. Wir sind da im Wort. Und ich will das sagen, ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was wir in dieser Legislaturperiode erreicht haben. Ich sehe die Kollegen der Fraktionen, ich finde, wir haben es gut hingekriegt, ein erstes Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt durchzusetzen, aber wir haben bisher zu wenig hingekriegt. Und noch ist nicht Wahlkampf, bei allem Geklingel, was man da liest. Wir sind in der Verantwortung,
das zu tun, wofür wir gewählt sind. Das heißt, Fortschritte durchzusetzen. Wahlkampf ist wichtig in der Demokratie, aber nach mir ist der im nächsten Jahr und nicht jetzt schon. Und deshalb ist es nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen. Das will ich an dieser Stelle sagen. Deshalb will ich Ihnen klar und deutlich hier sagen, ich werde alles tun, was ich machen kann, damit zügig das Kabinett das BGG tatsächlich auch beschließt und damit es im Bundestag auch beschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, es ist vorhin netterweise gesagt worden, das Thema Barrierefreiheit, heißt es immer so schön, ist ein Querschnittsthema. Das Problem bei Querschnittsthemen ist immer, dass alle zuständig sind und wenn es schlecht läuft, alles zwischen die Ritzen fällt. Aber es ist wichtig, dass wir das als solches begreifen, denn es ist nicht nur eine Frage der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in meinem Ressort, sondern es war und ist richtig, dass wir 2022 unter dem Dach der Bundesinitiative Barrierefreiheit uns darauf verständigt haben, dass alle Ressorts und alle gesellschaftlichen Akteure zusammenwirken müssen, damit das tatsächlich auch gilt. Und das gilt vor allen Dingen auch für alle Bedingungen, die wir über den Arbeitsmarkt zu definieren. Ich will das sagen, in diesen Zeiten als Arbeitsminister weiß ich, das ist fast eine Banalität, dass wir in Deutschland wirklich alle Register ziehen müssen, um die Arbeits- und Fachkräftesicherung voranzubringen. Bis 2035 ist aufgrund der Demografie in unserem Land es notwendig, dass wir sage und schreibe 6 Millionen Arbeits- und Fachkräfte ersetzen, weil viele wohlverdient in Rente gehen werden. Das betrifft das Thema Ausbildung, das Thema Weiterbildung, das Thema Beschäftigungsfähigkeit, auch von älteren Arbeitnehmerinnen, die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt, die qualifizierte Einwanderung, die wir brauchen, aber vor allen Dingen auch die Tatsache, dass viel zu viele Menschen mit Beeinträchtigungen, die was können, die was wollen, ausgeschlossen sind von unserem ersten Arbeitsmarkt. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, als Arbeitsminister weiß ich, die Wirtschaft braucht es. Ich begrüße ausdrücklich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, die heute hier sind, die an guten Beispielen arbeiten, die das Potenzial erkannt haben. Aber ich sage auch an dieser Stelle, wir sind noch nicht weit genug gekommen. Das betrifft vieles, was an Möglichkeiten da ist. Wir haben die Ausgleichsabgabe, die vierte Stufe, eingeführt, um Arbeitgeber, die seit Jahren eigentlich gesetzgeberisch verpflichtet werden, stärker in die Verantwortung zu nehmen. Wir haben auch einheitliche Ansprechstellen für die Unterstützung von Arbeitgebern geschaffen. Und ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Parlament. Aber ich will an dieser Stelle nicht wegtauchen. Es besteht weiterer Handlungsbedarf. Und das betrifft auch notwendige Reformen im Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Wir wollen die Werkstätten, wo immer es geht, stärker auch Richtung allgemeinen Arbeitsmarkt ausrichten, damit Menschen mit Behinderung selbst entscheiden können, wo sie arbeiten wollen und möchten. Ich sage es an dieser Stelle, weil ich weiß, es gibt da eine sehr polarisierte Debatte öffentlich zwischen denjenigen, die sagen, es ist alles schick, wie es ist, und denjenigen, die sagen, alles weg. Das ist nicht unser Weg. Aber wir müssen darüber reden, wie man in eine Werkstatt kommt und ob man in eine Werkstatt kommt und auch, wie man da wieder rauskommt, wenn man es will und kann an dieser Stelle. Und ich sage dazu, auch über die Frage von Entgelten in den Werkstätten wird zu reden sein. Wir haben dazu ordentliche Forschung gemacht, aber ich will tatsächlich, dass wir in dieser Legislaturperiode auch noch den Anlauf nehmen für ein zweites Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Und wir arbeiten daran, das auch gesetzgeberisch vorzulegen. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin gesagt, es ist noch viel zu tun. Es ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Aber heute ist der Tag, Danke zu sagen für all diejenigen, die vor uns Fortschritte erkämpft haben. Ich habe es vorhin erwähnt, die Antwort auf diejenigen, die versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, kann nicht weniger, sondern muss mehr Fortschritt sein. Denn wir haben nicht nur Leute, die wollen das Rad um 30 Jahre zurückdrehen, sondern wir haben einige dabei, die wollen uns in noch finstere Zeiten zurück. Das ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Aber deshalb sage ich auch, wir müssen heute die Gelegenheit nutzen, offensiver zu werden. Und insofern kann der heutige Tag, kann ein Jubiläum von 30 und 15 Jahren eine Chance sein, das tatsächlich auch nochmal deutlicher und lauter zu sagen. Lassen Sie uns heute laut feiern mit der Tanzkapelle Paschulke, wie ich gelernt habe, dem Tanzorchester, das hier ist. Aber vor allen Dingen auch in der Diskussion mit denjenigen, die aus der Geschichte berichten können und die über die Zukunft berichten wollen. In diesem Sinne
wünsche ich uns heute einen wirklich schönen Abend. Toll, dass Sie in diese tolle Location gekommen sind. Und ein bisschen Spaß soll es auch machen. Denn ganz klar ist, wer keinen Mut hat, miteinander Fortschritte zu feiern, der hat auch keine Kraft für weitere zu kämpfen. In diesem Sinne, schönen Abend und herzlichen Dank. So, mit Ihnen beiden möchte ich zurückblicken auf die 15 Jahre, seit der Ratifizierung der UN-BRK. So oft zitiert der Paradigmenwechsel von dem Fürsorgeaspekt hin zur menschenrechtlichen Ausrichtung. 2009, Verena Wentele, erinnern Sie sich, da waren Sie noch in keinem politischen Amt, sondern nahezu auf dem Höhepunkt Ihrer sportlichen Karriere. 2010 haben Sie aus Vancouver so viele Goldmedaillen mitgebracht, das ist unfassbar. Aber erinnern Sie sich an 2009, erinnern Sie sich an Ratifizierung UN-BRK? Ich musste gerade lachen, weil der Herr Dusel gesagt hat, das war ja noch schön. Ja, die UN-BRK ist auch schön. Ich habe das damals tatsächlich natürlich mitbekommen, aber ich war damals, da habe ich jetzt nicht ganz laut gesummt, sondern nur so halblaut gesummt, weil ich habe das natürlich, wie gesagt, mitbekommen. Auch das Thema Sport spielt ja eine Rolle. Ich habe damals studiert. Das Thema Ausbildung, Studium spielt in der UN-BRK eine Rolle. Und natürlich habe ich das damals als politisch interessierte Bürgerin mitbekommen, aber ich war jetzt wirklich vor allem damals sportpolitisch aktiv und habe gar nicht wahrscheinlich immer so gemerkt, dass ich schon auch im Sinne UN-BRK aktiv war und habe damals eben für die gleichen Bedingungen für olympische wie paralympische Sportlerinnen und Sportler gekämpft. Das war so mein Einstieg eigentlich ins politische Arbeiten und habe da unter anderem mich dafür eingesetzt, dass Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel bei der Ausübung ihrer Sportkarriere auch angestellt werden beim deutschen Staat, wie das auch für olympische Sportler geht. Nach meiner Karriere hat das dann auch geklappt, also das war irgendwie auch ein politischer Erfolg. Und in dem Sinne haben wir natürlich 2009 immer wieder mit verschiedenen Leuten darüber diskutiert und gestritten, aber anders als andere Aktivisten hier drin bin ich jetzt nicht seit 45 Jahren, was mit 42 Jahren, die ich alt bin, gar nicht geht, schon aktiv für das Thema. Aber natürlich, weil wir heute zwei Jubiläen feiern, bin ich schon auch sehr stolz darauf, dass wir auch natürlich als Sozialverband VDK damals mit Herrn Hirlinger, meinem Vorvorgänger, der wahrscheinlich, wird es mir immer so erzählt, der ja sehr streng war und immer mit seinem Gehstock auf den Boden gehauen hat, auch einer der vielen Aktivisten war dann auf dem VDK-Bundesverbandstag eben auch das Gleichbehandlungsgebot oder Benachteiligungsverbot im Grundgesetz verkündet wurde. Das ist natürlich für mich eine schöne Ahnengalerie, die mir aber natürlich auch vor allem heute an so einem Geburtstag richtig gut gefällt, weil wir einfach sehen, wie viele unterschiedliche Menschen schon so lange die Vorarbeit geleistet haben, auf die wir heute einfach auch uns stützen und beziehen können. Und was später in Ihren Ämtern die UN-BRK für eine Rolle gespielt hat, dazu kommen wir gleich noch. Aber zunächst zu Ihnen, Herr Dusel. 2010 haben Sie das Amt des Landesbehindertenbeauftragten in Brandenburg übernommen. Wie war damals die Diskussion? UN-BRK war ratifiziert, aber was hieß das damals für Ihr Amt auf Länderebene? Naja, das war natürlich ein Meilenstein, ne? Die UN-BRK, und da haben sich ganz viel davon versprochen. Und 2010, als ich dann Beauftragter der Landesregierung im schönen Brandenburg wurde, war mir eigentlich wichtig, dass die UN-BRK so Maßstab und Richtschnur eigentlich des politischen Handelns war. Und dabei war es total wichtig, dass erstmal alle Ministerinnen und alle Minister die kannten und auch sich verantwortlich fühlten für die Umsetzung. Dann entstand ganz viel, dann gab es einen Aktionsplan, das hat damals Hugo Baske gemacht, der Sozialminister. Es gab die ersten Gesetze, das Behindertengleichstellungsgesetz wurde reformiert, man hat viel über Schule diskutiert, man hat viel über Barrierefreiheit diskutiert. Und ich kam ja so ein bisschen aus der Verwaltung. Also ich habe 2009, als die UN-BRK ratifiziert wurde, noch das Integrationsamt des Landes geleitet. Also Teilhabe am Arbeitsleben sozusagen war für mich ganz wichtig. Und im Grunde haben wir schon damals die gleichen Themen diskutiert, die heute immer noch relevant sind. Also hohe Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen trotz Qualifizierung. Und es ist manchmal ein bisschen mühsam, wenn man dann so nach 15 Jahren irgendwie feststellt, es hat sich eigentlich so viel daran gar nicht geändert. Damals war eine große Aufbruchsstimmung, das habe ich schon so wahrgenommen. Damals haben viele Menschen gesagt, jetzt haben wir die BRK, jetzt geht's vorwärts, jetzt kriegen wir Rückenwind, jetzt geht's voran. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass dieser Rückenwind, den wir damals verspürt haben, dass der weniger geworden ist. Hubertus Heil hat das ja deutlich gesagt, es gibt politische Kräfte, von Ideologieprojekten reden, es wird Inklusion diffamiert, es werden Menschen mit Behinderungen beleidigt.
Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Thema Inklusion wieder die Priorität auch im politischen Geschäft, bekommt, die sie 2009 hatte. Das scheint mir in diesen Zeiten nicht mehr der Fall zu sein. Vielen Dank. Was zu tun ist, das ist die zentrale Frage. Darauf kommen wir auch gleich sofort. Lassen Sie uns einmal noch mal ganz kurz zurückblicken. Frau Bentele, auch Sie haben gewissermaßen ein Jubiläum. 2014 sind Sie in das Amt der Bundesbehindertenbeauftragten eingetreten, das dann später in andere Ämter, also 10 Jahre jetzt in politischen Ämtern. Wenn Sie auf Ihre Amtszeit als Bundesbehindertenbeauftragte blicken, was war denn möglich durch die UN-BRK? Also, das Problem ist ja immer, wenn man mit den Gläubigen der Kirche diskutiert, ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Im Arbeits- und Sozialministerium war auch damals in der Legislaturperiode, in der ich die Beauftragte der Bundesregierung war, war viel los. Das Behindertengleichstellungsgesetz wurde novelliert, das Bundesteilhabegesetz wurde auf den Weg gebracht und am Ende verabschiedet. Aber was von damals bis heute sehr gleich geblieben ist, also da erkenne ich jetzt nicht den Fortschritt, den wir uns alle wünschen. Und was schon damals in meiner Zeit mein permanentes Credo oder Gebet oder wie auch immer wir das ausformulieren wollen, war, dass es eben wirklich die UN-BRK für alle Ressorts verbindlich ist. Und auch wenn das eigentlich theoretisch uns allen klar ist, praktisch im Alltag und im politischen Handeln, ist es bei vielen irgendwo ganz, ganz, ganz weit hinten im Hirnkastel und nicht so richtig präsent. Und das finde ich immer noch ein absoluter Ärger, weil ich meine, im Prinzip ist es ja eine gute Sache und eine Errungenschaft der UN-BRK, dass sie alle Lebensbereiche und damit ja auch alle Politikbereiche adressiert. Und das sollte natürlich auch für alle Ministerinnen, Minister, für alle Abgeordneten aus allen Bereichen natürlich deswegen eine Grundmaxime des Handelns sein. Was wir eben bis heute sehen, dass oft Ministerien, die eigentlich Zuständigkeiten haben, ich sage jetzt nur mal 3 Buchstaben fürs AGG zum Beispiel, da sind bestimmt heute auch ein paar da, die das mitnehmen, nochmal total gerne. Das wäre die Zuständigkeit, nicht unbedingt nur und allein vom Arbeits- und Sozialministerium so ein Thema auf den Weg zu bringen, den Diskriminierungsschutz zu verbessern. Und das Problem hatten wir auch schon damals. Und das haben wir bis heute, wenn wir heute als Deutscher Behindertenrat Gespräche führen mit Ministerien, da gucken manche irgendwie so ein bisschen, ach, UN-BRK, ja klar, habe ich schon mal gehört, aber so richtig in den Köpfen und im politischen Alltag ist es nicht angekommen bis heute, obwohl wir, wie gesagt, die Konkretisierung nach dem Satz im Grundgesetz durch die UN-BRK eigentlich haben. Und da ist immer noch wirklich viel Arbeit nötig. Ich bin es ja manchmal so ein bisschen leid, die Bewusstseinsbildung zu betreiben. Vielleicht brauche ich es bei manchen eher eine Bewusstseinserweiterung, aber jetzt kommen wir in den illegalen Bereich. Den verlassen wir direkt wieder. Und bleiben mal im legalen Bereich. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine der großen Herausforderungen, dass die UN-BRK natürlich eine Ausformulierung braucht. Sie braucht ein Gießen in Gesetzgebung, aber sie braucht für alle Menschen, die in ihrem politischen Alltag wissen, dass es sie gibt und dann zum Beispiel den Diskriminierungsschutz von Menschen mit Behinderung, die Benachteiligung, die es immer noch gibt, weil es eben keine Verpflichtung im privaten Bereich zur Barrierefreiheit gibt, die das eben für sich auch als wichtiges Thema ansehen und nicht warten bis am nächstes Jahr am 28.09. was passiert? Vermutlich wird da ja neu gewählt und bis dahin zu warten ist irgendwie nicht die richtige Option. Herr Dusel, Sie haben es angesprochen, die Hoffnung, die mit der UN-BRK bei allen Menschen mit Behinderung in Deutschland verbunden war. Sie haben gesagt, das hat sich abgeschwächt. Sie haben beide schon ausgeführt, warum und wo wir heute stehen. Was ist denn zu tun, Herr Dusel? Was müssen wir alle tun? Was muss die Politik tun, damit diese Hoffnung wieder sich neu entfachen kann? Also, ich versuche das mal so diplomatisch zu sagen. Wenn wir dieses Motto, Demokratie braucht Inklusion, ernst nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen mit Behinderungen diesem demokratischen Prinzip als freie Bürger ihre Rechte leben wollen, dann brauchen freie Demokraten Barrierefreiheit. Ich will das ganz deutlich sagen. Ich wünsche mir da auch von den Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht noch ein bisschen verhalten sehen, und da meine ich jetzt auch ganz bewusst den Justizminister und den Finanzminister, dass wir unsere deutsche Angst verlieren, dass wir verstehen, dass Barrierefreiheit unser Land nach vorne bringt, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal ist für ein freies, für ein demokratisches, für ein buntes, für ein gutes Land, dass wir aufhören, Dinge
klein zu reden, klein zu machen, sondern dass wir stark sind in dieser Ampel für Veränderungen und die Rechte von Menschen mit Behinderung nach vorne zu bringen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt besteht. Und lassen Sie mich ganz deutlich sagen. Es gibt Leute, glaube ich, auch hier im Raum, denen ist noch nicht so richtig volle Kanne zum Feiern zumute, weil wir einfach so lange warten auf das, was verabredet wurde. Wir haben im Koalitionsvertrag viel drin, was Inklusion, was Barrierefreiheit, was Menschenrechte betrifft. Und es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass dieser Koalitionsvertrag umgesetzt wird, dass wir in dieser Debatte endlich mal einen Schritt nach vorne gehen und dass wir endlich dieses Behindertengleichstellungsgesetz durchs Kabinett kriegen. Und ich bin da immer noch zuversichtlich, und ich bin nicht im Wahlkampf, ich bin immer noch zuversichtlich, weil wir in der letzten Legislatur auch auf dem letzten Drücker beispielsweise noch die Begleitung im Krankenhaus, die Assistenz im Krankenhaus zusammen mit vielen Akteurinnen und Akteuren hier durchgekriegt haben. Aber Leute, es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit. Und dieser verfassungsrechtliche, menschenrechtliche Auftrag, der uns Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 ins Stammbuch geschrieben hat, der muss wirklich jetzt der Kompass der Politik sein. So hat es der Bundespräsident nochmal gesagt. Also bitte nochmal an alle, wir müssen das BGG jetzt tatsächlich gut auf die Reihe kriegen und wir müssen auch dafür sorgen, dass das Behindertengleichstellungsgesetz dann letztlich den Namen auch verdient, den es trägt, nämlich Gleichstellung, das heißt Barrierefreiheit. Frau Dr. Theresia Degener, auch Sie waren schon sehr früh dabei als junge Frau mit 20. In einigen Filmbeiträgen habe ich Sie dort auch schon erleben dürfen. Sie haben gerade Ihre letzte Vorlesung an der Evangelischen Hochschule in Bochum gehalten. Dort waren Sie lange Jahre Professorin für Recht und Disability Studies und Sie waren Vorsitzende des UN-Ausschusses zur BRK. Schön, dass Sie in der Runde dabei sind. Ist bei uns Ihr Name eng verbunden mit Weibernetz und auch für Weibernetz waren Sie Mitbegründerin des Deutschen Behindertenrats und auch in New York dabei bei den Verhandlungen zur UN-BRK. Sie sind seit dem letzten Jahr auch Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule. Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt Rentnerin, aber trotzdem sind Sie noch in vielen ehrenamtlichen Gremien dabei und immer noch als Aktivistin sehr aktiv und eine sehr prägnante Stimme, insbesondere für uns Frauen mit Behinderung. Schön, dass Sie dabei sind. Sie werden es kaum glauben, Justus Lauer war noch nicht mal geboren, als die UN-BRK ratifiziert worden ist. Und er ist derjenige, der die erste bundesweite Initiative, den ersten bundesweiten Zusammenschluss behinderungsübergreifend für junge Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen hat, UMEMP. Und Sie sind, Herr Lauer, aktiv bei dem inklusiven SGB 8, bei der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Schön, dass Sie gekommen sind. Sabrina Lorenz ist ebenfalls eine junge Aktivistin, Autorin, Bloggerin, Vortragsrednerin und Beraterin für Disabilismus und für Medizinkommunikation. Herzlich willkommen. Frau Degener, Sie haben mir gesagt, 15 Jahre UN-BRK, 30 Jahre Grundgesetzänderung, das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Warum? Ja, denn beide Gesetze, beide Normen sind ja Erfolge der Behindertenbewegung, der nationalen und der internationalen Behindertenbewegung. Die UN-BRK wurde schon lange erkämpft, also das fing ja schon in der Dekade, der UN-Dekade für Behinderte an. 1986 hat Italien einen Vorstoß gemacht, auch auf Druck der italienischen und europäischen Behindertenbewegung. Dann 1989 Schweden nochmal und dann hat es erst geklappt 2000, aber auch auf Druck der internationalen Behindertenbewegung hat dann Mexiko einen Antrag in der Generalversammlung durchbekommen und hätte es nicht damals schon die International Disability Alliance gegeben, die die großen Verbände sozusagen zusammengebracht hat,
über alle Interessen hinweg, also über alle Beeinträchtigungsformen hinweg, dann hätte es mit Sicherheit nicht die UNBRK gegeben. Und über den Weg der Grundgesetzänderung haben wir schon einiges gehört. Und Günther Heiden hat das ja in seinem wunderbaren Buch auch nochmal wunderbar zusammengestellt. Hier kann man auch sagen, das war nicht nur ein Erfolg der westdeutschen Bewegung. Wir denken ja immer, dass die Westdeutschen die Besseren sind, die Aufgeklärteren, sondern das ist auch ein Verdienst von Günther Heiden, dass wir nochmal gesagt haben, das war zuerst am runden Tisch in den Entwürfen der Ostdeutschen drin. Das heißt, nicht nur die Westdeutschen haben die Antidiskriminierungsrechte in Deutschland vorangebracht, sondern das war echt ein Erfolg auch der Ostdeutschen. Und wenn man mit Axel Honneth, einer wichtiger deutscher Philosoph, anerkennt, dass die Anerkennung durch andere ein ganz wichtiges Merkmal von Identitätspolitik und von Demokratiepolitik ist, und wenn man dann noch versteht, er sagt, es gibt drei Bereiche, wo diese Anerkennung stattfindet, und darunter ist ein Bereich, der Bereich des Rechts, dann kann man eigentlich sagen, mit der Verfassungsänderung, also mit einem Antidiskriminierungsverbot in der Verfassung und mit einer Menschenrechtskonvention, das ist die höchste rechtliche Anerkennung, die die Behindertenbewegung erreichen konnte. Und das, finde ich, kann man feiern, muss man auch feiern. Dankeschön. Blicken Sie auf die Bilder, die wir gerade gesehen haben aus dem letzten Jahrhundert, Frau Anlade. Was sind die Erfolge, die Sie sehen, und würden Sie auch sagen, es ist Grund zum Feiern? Ja, auf alle Fälle. Es ist ein Grund zu feiern. Und ich denke, die Bewegung der 80er Jahre, 81 und alles, was dann folgte, das hat eine Wende in der deutschen Behindertenbewegung gegeben, oder sie gründete sich damit, sie wurde politisch und sie hat, wie es ja auch in dem Beitrag deutlich wurde, gesagt, Behinderung ist ein Menschenrechtsthema, und das ist der ganz, ganz große Verdienst dieser frühen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich schon in den 80er Jahren eingesetzt haben, dass sie gesagt haben, das ist kein sozialrechtliches Thema, sondern es ist ein Menschenrechtsthema, das alle angeht. Und die Bewegung, die sich dann 94 hat darauf aufgebaut, aber eben, es klang in dem Filmbeitrag so ein bisschen so an, als sei das Grundgesetz vom Himmel gefallen, das hat Hubertus Heil ja schon richtig gestellt, dankenswerterweise, dem war natürlich nicht so, sondern Ost und West haben gut zusammengearbeitet damals, und es waren eben nicht Einzelaktionen, sondern es war eine über dreijährige Kampagne, mit ganz vielen Aktionen. Vorneweg gingen sicherlich die emanzipierten Behindertenverbände, aber die anderen Verbände haben nach und nach sich dem angeschlossen, und es war eine ganz, ganz breite Bewegung. Und wir hatten auch Rückschritte. In der gemeinsamen Verfassungskommission sind wir gescheitert. Und es war dann der Wahlkampf, der dann Kanzler Kohl am 20. Mai 1994 dazu brachte, auf dem VdK-Kongress zu sagen, okay, wir machen es. Und plötzlich waren alle Abgeordneten, die vorher strikt dagegen waren, dafür. So funktioniert Demokratie anscheinend. Gesagt, es gab auch Rückschläge, und es war wirklich ein Kampf darum. Und wir haben jetzt ja von Jürgen Dusel, von Verena Bentel auch sehr eindringlich gehört, es gibt noch so viel zu tun, und im Moment haben wir das Gefühl, wir kommen gar nicht so richtig voran. Ich würde gerne auch gerade für die junge Generation von Aktivistinnen von Ihnen erfahren, wie schafft man es, über die Jahrzehnte mutig zu bleiben, nicht müde zu werden? Was hält Sie am Laufen? Also ich kann die junge Generation auch verstehen, die im Moment ziemlich frustriert ist, das sind wir Alten auch. Also wir haben den besten Koalitionsvertrag aller Zeiten, und es passiert nichts. Das, was Hubertus Heil sagt, das Gesetz zur Inklusion in Arbeitsmarkt. Das unterstreicht, glaube ich, gerade das, was Sie gesagt haben, Frau Annade, ja. Okay, ich glaube, das haben wir verstanden. Ja. Wir haben euch gehört. Ja, ich glaube, wir haben das tatsächlich deutlich gehört. Genau. Ich glaube, das unterstreicht Ihre Worte, Frau Annade, wenn ich und das verstanden habe. Ja. Gehört. Ja. Und ich kann das verstehen, diese Frust. Weil dieses, eben was Hubertus Heil lobte, dieses Gesetz zur Inklusion am Arbeitsmarkt,
Arbeitsmarkt. Das hat Hubertus Heil in der letzten Legislaturperiode versprochen, die Ausgleichsabgabe zu erhöhen für Leute, die niemanden beschäftigen. Das ist 4 Jahre her, dass er das versprochen hat. In dieser Legislaturperiode ist es dann gelungen. Aber mir ist nichts passiert. Und das kann es nicht sein. So, und im Moment haben wir eine demokratisch gewählte Regierung. Wer weiß, was als nächstes mit Rechtspopulismus und sowas kommt. Wann soll denn was passieren, wenn nicht jetzt? Frau Wegener, wir haben in den Bildern gesehen die Proteste und das Lautwerden der Menschen mit Behinderung. Glauben Sie, das ist jetzt wieder auch vonnöten? Oder welche Möglichkeiten haben wir denn, damit es vorangeht als Menschen mit Behinderung? Also ich glaube, dass Protest immer nötig sein wird, denn Menschenrechte werden nicht geschenkt. Das ist die Lehre aus der Geschichte. Nicht nur für die Menschenrechte behinderter Menschen, sondern von allen Menschen. Menschenrechte müssen immer erkämpft werden. Und wir haben auch gelernt, wenn behinderte Menschen nicht selbst für ihre Rechte kämpfen und andere für sich sprechen lassen, dann werden immer weiter Auswanderungseinrichtungen gebaut, die heute besondere Inklusionseinrichtungen genannt werden. Und das ist nicht im Sinne der Menschenrechte. Und deswegen können wir einfach nicht, auch wenn wir es wollen, die Hände in den Schoß legen. Vielen Dank. So, jemand, der nicht die Hände in den Schoß legt, der sehr jung angefangen hat, Justus Lauer, wie blicken Sie denn eigentlich auf die ganz alten Häsinnen und ihre Erfahrungen? Profitieren Sie von dem, was erkämpft worden ist, oder denken Sie, nee, wir müssen ganz von vorne anfangen? Ja, wir profitieren auf jeden Fall davon. Also gerade auch aus meiner Sicht als Schüler an einer inklusiven Schule, dass das heutzutage überhaupt möglich ist, davon profitieren wir ja schon. Aber natürlich gibt es auch noch sehr, sehr viel zu tun. Also gucken wir uns wieder die Schulsituation an. Es gibt zwar die inklusive Beschulung, aber es gibt noch nicht genug inklusive Beschulung. Also wir sollten die Förderschulen und die Sonderschulen nicht weiter ausbauen, sondern eher weniger davon machen und die immer mehr in die normalen Schulen integrieren. Und von diesen Punkten gibt es ganz verschiedene. Deswegen, wir profitieren auf jeden Fall davon, aber es ist auch noch sehr viel zu tun. Dankeschön. Jetzt sind Sie aktiv, insbesondere beim inklusiven SGB 8. Und eigentlich würde ich so gerne hören, was Ihre zentralen Forderungen sind. Vielleicht können Sie das ganz kurz sagen und dann habe ich eine noch viel interessantere Frage für Sie. Ich würde gerne wissen, was sind denn die Ideen der jungen Menschen in Ihrem Netzwerk? Wie kann Protest heute aussehen, der uns weiter voranbringt? Ja, also einmal ganz kurz zu den zentralen Forderungen. Natürlich steht der inklusive Arbeitsmarkt sehr weit mit vorne. Also weniger Werkstätten zu haben und zusätzlich die Werkstattmitarbeiter als einen vollwertigen Arbeitnehmer anzuerkennen mit allen Arbeitnehmerrechten und Pflichten. Zusätzlich haben wir ganz verschiedene Punkte, die kann man auch alle auf unserer Website nachlesen. UMEMP einfach im Internet eingeben. J-U-M-E-B. Ja, junge Menschen mit Beeinträchtigung. Protestform. Also, es gibt ja verschiedene Arten. Und jetzt gerade gibt es wenig Proteste generell. Also wir hatten jetzt letztens erst eine Demo, wo auch mehrere tausend Menschen waren in München. Davon weiß ich und davon sollte es wieder mehr geben und auch so radikale Lösungen wie damals
eine Bühne zu blockieren. Sowas sollte es wieder mehr geben, weil es hat einfach geholfen. Also wir können viel reden, aber wir machen kaum was. Und davon sollte es wieder mehr geben. Vielen Dank, Herr Lauer. Frau Lorenz, in Ihrem Aktivismus gehen Sie einen anderen Weg. Sie sind Bloggerin, Sie halten Vorträge, Sie geben Workshops für verschiedene Organisationen. Es geht um Disableismus, es geht um Medizinkommunikation. Was sind die Themen, die Sie bearbeiten, zusammen mit verschiedenen Organisationen? Wo soll ich da anfangen? Ich glaube, die Themen, die ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, bespreche, sind zum einen die Rechte von Menschen mit Behinderung, also wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um, weil einfach im zwischenmenschlichen Kontext noch ganz, ganz viel Diskriminierung herrscht und da einfach noch keine nicht diskriminierende Haltung häufig ist. Das sehe ich besonders viel in verschiedenen Lehrstühlen, also bei LehrerInnen, bei MedizinerInnen, bei vielen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und wir reden über all die Bereiche, wo Menschen mit Behinderung noch nicht vorkommen, aufgrund von Barrieren, weil sie dort nicht stattfinden können. Das bedeutet verschiedene Arten von Barrieren. Wir reden viel über das Gesundheitswesen. Ich habe jetzt mit German Watch und Greenpeace das erste Mal die Rechte von Menschen mit Behinderung und Inklusion im Kontext von Klimaschutz mitgedacht und mitbearbeitet, sodass das jetzt auch Teil des Klimagesetzes wird. Also von bis ist eigentlich alles dabei, weil, das haben wir zu Anfang schon gehört, Behinderung ist ein Querschnittsthema und Behinderungen kommen in jeder Lebensperspektive vor. Also ich gehe mit Behinderung zur Schule, ich gehe mit Behinderung in den Kindergarten, mit Behinderung gehe ich ins Krankenhaus, suche Ansprechpartnerin, suche Freundinnenschaften, gründe Familie und so weiter. Also eigentlich überall, vor allem geht es aber um die Reflexion der eigenen Haltung, weil wir alle sind ableistisch sozialisiert und unsere Aufgabe ist es, und vor allem die Aufgabe von nicht behinderten Menschen ist es, das zu reflektieren und das zu verändern, damit wir irgendwann eine inklusive Gesellschaft sind, wo wir eigentlich schon hätten längst sein können. Vielen Dank. Frau Lorenz, viel hören wir jetzt auch über das Thema Empowerment und internalisierter Ableismus, über das jede Person mit Behinderung kann selbst etwas tun. Aber wo ist denn die Grenze zur Struktur, zum Struktur? Wo ist es eben nicht mehr an mir oder an einer anderen Person mit Behinderung, sondern wo gilt es, gemeinsam aufzustehen? Wo sehen Sie die Grenze? Wo gilt es nicht, gemeinsam aufzustehen? Nein, wo gilt es dann, gemeinsam aufzustehen, weil es eben kein Thema mehr ist von Empowerment oder Eigenverantwortung einer Person mit Behinderung, sondern wir alle gemeinsam, weil es um die Struktur geht? Ich glaube überall, weil die Strukturen, die Grundlage dafür sind, dass wir handeln, wie wir handeln. Also ich glaube, dass Antidiskriminierung von beiden Seiten herkommen muss. Wir können zwar im Kleinen sagen, okay, welche Worte nutze ich, die vielleicht diskriminierend sind, welche Haltung kann ich verändern? Das können wir im Zwischenmenschlichen ändern. Aber ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft sind, sind auf Lage von Gesetzen, sind auf Lage von Strukturen und sind entstanden durch Menschen, die über Menschen mit Behinderung Entscheidungen treffen. Und solange wir dort nicht mitreden, solange wir dort nicht mitentscheiden, werden sich diese Strukturen auch nicht ändern. Und deswegen, es ist nicht meine alleinige Aufgabe, für meine Inklusion zu sorgen, sondern wenn die Gesellschaft und die Strukturen eine diskriminierende Gesellschaft schaffen, dann sind sie auch in der Verantwortung, das zu verändern, damit ich sein darf. Weil ich muss mich nicht dafür entschuldigen zu sein und ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Inklusion brauche. Ich glaube, dass Social Media auf jeden Fall eine ganz, ganz große Chance ist. Ich glaube, also wenn ich für mich persönlich spreche,
Die meisten Demos sind für mich nicht barrierefrei. Ich bin nicht in der Lage, an einer Demo teilzunehmen. Aber selbst wenn die Demonstrationen barrierefrei werden, ist mein Körper nicht in der Lage, an jedem Tag die Wohnung zu verlassen. Und Behinderung ist ja immer ein Zusammenspiel aus der eigenen Konstitution mit der Umwelt. Und Social Media hat die Möglichkeit, uns selber zu empowern und uns Teilhabe selber zu erschaffen. Ich kann Online-Proteste teilhaben, ich kann Petitionen ausfüllen, ich kann Bildungsarbeit machen und ich kann mich überhaupt erstmal vernetzen, was in einer nicht barrierefreien Welt so viel, viel schwieriger möglich ist. Zum anderen ist es für viele Menschen eine sehr niederschwellige Art und Weise, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass wir gesellschaftlich viel zu selten repräsentiert werden. Unsere gesellschaftlichen Themen kommen im Diskurs viel zu selten vor. Und es sollte nicht unsere Aufgabe sein, diese Bildungsarbeit zu tun. Aktuell tun wir das aber noch und Social Media gibt die Möglichkeit, das sehr niederschwellig zu machen. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Es reicht halt nicht, ein Like zu setzen und einen Kommentar zu schreiben, sondern wir müssen auch in die Aktion kommen. Und auch Social Media bietet oder birgt natürlich Gefahren durch Hate Speech, und dadurch, dass zum Beispiel der Algorithmus vor allem auch politische Inhalte weniger ausspielt. Und das sind natürlich viele Dinge, die uns unsere Arbeit schwieriger machen. Vielen Dank. Und zum Schluss an jede von Ihnen kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort. Wo wollen wir 2030 stehen? Was soll anders sein? Machen wir mal die Runde von hinten wieder. Frau Lorenz, Sie haben gerade gesprochen, sprechen Sie ruhig und dann Herr Lauer, dann Frau Anade und dann Frau Degner. Ich hoffe, dass wir 2030 da sind, dass wir den Schutz von Menschen mit Behinderung sicherstellen. Und das, also wir sind zwar schon Teil von, also Behinderung ist schon Teil von Diskriminierungsgesetz, aber dass das weiterhin verfolgt wird und verstärkt wird, sodass wir Schutz vor Diskriminierung bekommen und dass, wenn wir Diskriminierung erfahren, dass wir dahingehend auch besser Unterstützung erhalten. Dankeschön. Jetzt ist Lauer. Ja, ich hoffe, dass wir 2030 ein inklusives, ein komplett inklusives Schulsystem auf jeden Fall in Aussicht haben und dass der Arbeitsmarkt für jede Behinderung und jeden Menschen mit Behinderung inklusiv und offen ist. Vielen Dank. Und wenn ich das nochmal sagen darf, 2030 sind Sie 21 und wir alle hoffen drauf, dass Sie dann immer noch aktiv auf Podien sitzen und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Behindertenrechtskonvention endlich ernst genommen wird, dass alle privaten Anbieterinnen und Anbieter zur Barrierefreiheit und angemessenen Vorkehrung verpflichtet werden, dass wir in der Deinstitutionalisierung von Schulen im Arbeitsmarkt, also Werkstätten und im Wohnbereich weiterkommen und wirklich ein selbstbestimmtes Leben möglich ist, endlich für behinderte Menschen, und dass es eine Gewaltstrategie, eine Anti-Gewaltstrategie, eine Gewaltschutzpräventionsstrategie, eine umfassende endlich gibt, die ja schon vom UN-Fachausschuss 2015 dringendst angemahnt wurde, von der ist bisher immer noch nichts zu sehen. Also all diese Dinge müssen endlich angepackt werden. Wir brauchen außerdem ein AGG, auch im Koalitionsvertrag versprochen, auch nicht in Sicht. Und als kleines Ding, wir haben das in dem Film gesehen, dass die Leute nicht wussten, seit wann es die Grundgesetzergänzung gibt. Es gibt eine Installation am Reichstagsufer, wo das Grundgesetz von 1949 steht. Da steht dieser Satz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, natürlich nicht drin. Und diese Installation wäre endlich mal zu ergänzen, das ist uns auch schon mehrfach versprochen worden, unter anderem von Wolfgang Schäuble, als es ihn noch gab, dass das ergänzt würde. Also das wäre mal
was Kleines, was nicht viel kostet, wo man nicht die ganze Opposition mitnehmen muss. Aber das wenigstens könnte die Regierung mal anpacken. Ich hoffe sehr, dass wir 2030 in Deutschland in einer friedlichen Demokratie leben und dass diese Demokratie wirklich inklusiv ist. Das heißt, dass alle Wahllokale barrierefrei sind. Dann wären nämlich auch alle Schulgebäude barrierefrei. Ich wünsche, dass alle Parlamente von der Kommune bis zum Bundestag mit Behinderten auch besetzt sind und alle Polit-Talkshows behindertendivers besetzt sind. Meine Damen und Herren, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, lieber Staatssekretärskollege Rolf Schmachtenberg, den ich jetzt auch begrüßen darf, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Veranstaltung hier machen können und will nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Das waren ganz beeindruckende Diskussionsrunden. Als Historikerin finde ich es immer wichtig, auf die Geschichte zu blicken, aber auch mit diesen kraftvollen Forderungen für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns damit eingeheizt haben. Liebe Frau Professor Wegner, liebe Frau Lorenz, liebe Frau Professor Arnade, lieber Herr Lauer, liebe Verena Bentele, lieber Jürgen Dusel, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und auch ganz herzlichen Dank an das Tanzorchester Maschulke, das uns auch einheizt. Oh ja, die kommen nicht mit beim Mitschreiben bei mir, das ist immer gemein, ja. Und, ganz wichtig, vielen Dank an die tolle Moderation, an Dörte Mark. Uns war es wichtig, dass heute die Stimmen der Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt stehen, dass wir uns gemeinsam damit auseinandergesetzt haben, was 30 Jahre nach der Grundgesetzergänzung, 15 Jahre nach dem Beschluss der UN-BRK, was es immer noch natürlich an Herausforderungen gibt. Es gibt immer noch ganz schön viel zu tun. Ich glaube, wir alle hier müssen sagen, wir können noch nicht zufrieden sein. Da geht es sowohl um rechtliche Aspekte, da geht es aber auch oft um die Umsetzung in die Praxis. Und ich will ganz klar sagen, wir wissen, dass es da noch viele Probleme gibt. Wir sind ja oft miteinander im Gespräch. Wir machen eine Menge Teilhabeforschung. Wir evaluieren auch Gesetze. Und natürlich hat uns auch die UN-Staatenprüfung noch einmal Aufgaben aufgegeben bei den Themen Deinstitutionalisierung, bei der Barrierefreiheit, bei der inklusiven Bildung. Da müssen, und ich sage auch ganz deutlich, da wollen wir in Deutschland besser werden. Wir sehen diese Herausforderungen, wir müssen Fortschritte entwickeln und ich will Ihnen versprechen, dass wir das auch weiterhin tun wollen als Bundesregierung. Aber es ist eben auch Aufgabe der Länder, auch da ist viel zu tun. Deshalb bin ich auch froh, dass mein lieber Kollege Jürgen Dusel mit den Länderbeauftragten da immer intensiv dazu im Gespräch ist. Und es geht uns, glaube ich, allen noch nicht schnell genug. Und das kann ich sehr gut verstehen. Mir geht es auch oft so. Ich denke auch, wir müssen schneller vorankommen. Und deshalb hoffe ich, dass wir so einen Abend wie diesen auch dazu nutzen können, uns gegenseitig zu bestärken, zu empowern, sagt man ja heute. Uns gegenseitig zu empowern, dass wir gemeinsam politisch und gesellschaftlich noch mehr erreichen wollen für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Denn Inklusion ist ein Menschenrecht. Dieses Menschenbild ist unser Kompass für die Politik und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam dafür weiter kämpfen. Ich will Ihnen auch ganz herzlich danken, dass Sie da so aktiv sind und ich will die Gelegenheit nutzen, da zitiere ich nochmal wieder Jürgen Dusel, der ja immer seinen Hauptsatz Inklusion braucht Demokratie, Demokratie braucht Inklusion voranstellt. Da stimme ich ihm sehr zu. Demokratie heißt halt, dass man aktiv für seine Positionen kämpfen muss. Und da müssen wir noch ein bisschen mehr dafür tun, das sage ich auch ganz selbstkritisch, die zu überzeugen, die noch nicht dabei sind bei dem, was noch nötig ist. Das ist auch oft mühsam, aber ich bin mir sicher, es lohnt sich. Und deshalb will ich Sie alle, uns auch alle mit, mich auch ein bisschen motivieren, dass wir die nächsten Wochen und Monate noch mal nutzen, um ganz intensiv für die gesellschaftliche Bedeutung von Inklusion als Menschenrecht zu werben, breiter zu werben. Denn der Minister hat es gesagt, Hubertus Heil, wir haben noch ganz schön viel vor in dieser Wahlperiode. Wir haben noch einiges offen aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen den inklusionspolitischen Zielen näher kommen. Ganz konkret im Bereich der Barrierefreiheit und auch ganz konkret im Bereich der Inklusion am Arbeitsmarkt. Und deshalb sage ich nochmal mit dem alten Zitat von Bertolt Brecht, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ich glaube, man hat heute hier viel kämpferischen Elan gemerkt, viel kämpferischen Elan erlebt. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, Ihnen allen nochmal herzlich zu danken für Ihren Kampfgeist, für Ihren langen Atem, für Ihr Engagement,
und uns allen auch ein bisschen mitzugeben, uns zu bestärken, auf diesem Weg weiterzumachen. Manchmal muss man auch Erfolge feiern, so wie die beiden Geburtstage, die wir heute feiern. Aber dazu gehört eben auch, dass Kritik und Engagement nötig ist. Vielen Dank an Sie alle für Ihr Engagement, für Ihre Kritik, für Ihr Mitwirken, für Ihren Einsatz, für Ihre großartigen Beiträge, damit wir gemeinsam vorankommen, dass Inklusion ein Menschenrecht ist und dass es überall erfahrbar ist. Noch im gemütlichen Teil wiedersehen können. Ganz herzlichen Dank.